Hallo zusammen, heute gibt es mal ein Update aus dem Weinberg, kurz vor der Weinlese. Ich bin heute hier nochmal draußen im Weinberg, ich zeige euch gleich mal die ersten Träubchen und kontrolliere nochmal den Zuckergehalt, nochmal den Gesundheitszustand. Morgen starten wir dann Anfang September mit St. Laurent und Dornfelder für Rosé. Wir hatten ja extrem viel Regen gehabt, hatten aber auch nochmal jetzt eine richtig heiße, warme, trockene Phase. Das heißt, momentan sind alle Richtungen offen. Es kann einen ganz, ganz schnellen Turboherbst geben, wo die Trauben einfach super schnell zurück ins Weingut müssen. Es kann aber auch noch einen richtig entspannten und tollen Herbst geben, eine tolle Weinlese, wo die Trauben einfach ganz, ganz lange am Stock hängen bleiben können, weil es halt trocken und warm ist. Wir wissen gar nicht, was auf uns zukommt, aber das macht ja auch unser Winzerabenteuer jedes Jahr so spannend. Worauf ihr euch auf jeden Fall freuen könnt, ist ein ganz, ganz toller neuer Jahrgang, ist ein ganz toller Wein, weil dafür sind wir einfach gut ausgebildet in unserem Winzerhandwerk. Dafür ist einfach zu viel Herzblut und zu viel Liebe in unserem Job, in unserer Arbeit drin. Egal was kommt, wir werden das Beste draus machen und der Wein nächstes Jahr wird richtig lecker schmecken. Ich zeige euch jetzt hier mal, wie unsere Spätburgundertrauben aussehen. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no